Eines Tages in diesem Frühjahr klingelt das Telefon in der South Blackline Lane in Chiswick, und es meldet sich Angela Kelly, Ankleidedame und Dressberaterin der Queen, um ein zwangloses Dinner zu besprechen. Der Abend kommt bald zustande, schließlich sind die beiden Gesprächspartner seit langem befreundet und arbeiten zusammen bei der Ausstattung der Hausherrin im Buckingham Palace, der Queen. Karl Ludwig Rese bereits seit 25 Jahren, und für ihn, den deutschen Schneider der Königin, hat Miss Kelly überm Dinner eine wichtige Botschaft: Du kannst ruhig mit der Presse sprechen in diesem Jubiläumsjahr, Karl, wir sehen das ganz entspannt, deine Diskretion wird dich schon leiten. Man schreibt das 61. Ja, der Königin auf dem britischen Thron, und wir sehen das ganz entspannt. Der Satz spricht Bände für die Verortung der Monarchie in einer medienverrückten Welt. Dass Karl Ludwig Rese dies Vertrauen genießt, beweist, wie die Monarchin ihn schätzt, weit über seine Profession, die Schneiderkunst, hinaus. Wir plaudern angeregt über seine Kontakte zur Queen, und doch kommt ihm kein Wort der Selbstbespiegelung über die Lippen oder gar eitles Jonglieren mit dem, was er weiß aus Jahren des Umgangs mit der Königin. Er kennt die Auflage der Verschwiegenheit und bleibt doch souverän in der Darstellung seiner Arbeit bei Hof. Ein Mann, der sich nicht in Szene setzt, ein Gentleman, so musterhaft beherrscht wie meisterhaft in seiner Kunst. Kleider für eine Reise nach Spanien, drei Schneiderdesigner beschäftigt die Queen, wobei der in Essen geborene Rese, an die 70 Jahre alt, auf die längste Zeit der Zusammenarbeit zurückblicken kann. Sein Weg zur Spitze des britischen Establishments ist ein Zickzack der Zufälligkeit. Ursprünglich unentschlossen, ob er das Goldschmiede- oder das Schneiderhandwerk lernen sollte, entschloss er sich auf dem Besuch einer Handwerksmesse zu letzterem. Gesellenprüfung in Essen als Herrenschneider folgte, als Mann durfte man damals noch nicht Damenmodell lernen. Das holte er in München nach, mit der Meisterprüfung in Damenschneiderei. Der Sprung nach London, in ein Land, dessen Sprache er gar nicht beherrschte, wurde die Weichenstellung seines Lebens. Bei John Kavanagh und Belville Sassoon machte er erste Erfahrungen, ehe er in den 80er Jahren mit Jan Anderson ein eigenes Modeunternehmen gründete, das er nach dem Tod des Partners, 1996, allein weiterführte. Meisterschaft spricht sich herum, und so kam es bereits 1988 zu einem ersten Auftrag aus dem Buckingham Palace, aus Anlass einer Reise der Queen nach Spanien, der legendäre Durchbruch. Elisabeth II. Trug ein blau-weißes Seidenkleid mit passendem Mantel, was den Gastgeber, König Juan Carlos, zum Schwärmen verleitete, als er die Queen die Gangway vom Flugzeug her absteigen sah. Darling, you look wonderful. Der Spaß erlaubt der Exzentrik wonderful wirken die Entwürfe, Skizzen, Stoffmuster und endlich gefertigten Kleider, die mir der Meisterschneider zeigt, während er seine Archivbände durchblättert. Die Queen bevorzugt in den letzten Jahren auffallende Farben wie Blau, Varianten von Rot, Zitronen- oder Schlüsselblumengelb, das hebt sich entsprechend von der Umgebung ab. Stolz weist Trese auf das Harlequin-Ensemble vom Dezember 1999 hin, das für riesiges Aufsehen sorgte, als die Queen es auf der Royal Variety Gala in Birmingham trug, eine paillettenbesetzte Bluse in den Farbdreiecken des Biro über orangefarbenem Seidenrock. Längst war Elisabeth über ihre einst konventionelle Garderobe hinaus gewachsen und erlaubte sich den Spaß latenter Exzentrik. Aber klassisch ist ihre Grundlinie dennoch, wie auch Rese bestätigt, keinen modischen Schwankungen unterworfen. Dabei weiß Karl, wie die Queen ihn immer nur nennt, nie, welche seiner Kreationen sie beim nächsten Mal tragen wird. Sie verfügt über eine Auswahl für jedes Wetter, jeden Kontinent, jede Klimazone, jeden Anlass, Monate im Voraus wird geplant und entworfen. Wenn dann beim nächsten ihrer öffentlichen Auftritte ein Rese-Ensemble an der Reihe ist, freut sich niemand mehr als der Meister selber. So zuletzt am 20. März dieses Jahres, als die Queen vor beiden Häusern des Parlaments in der Westminster Hall ihre Jubiläumsansprache hielt, von Kopf bis Fuß auf das elegantere Braun der antiken Aura dieses historischen Ortes abgestimmt.
Ihre Majestät hat das letzte Wort. Wie läuft das Zusammenspiel zwischen dem Kleidermacher und seiner Kundin? Am Anfang steht der Anruf aus dem Palast, inklusive erste Wünsche in Richtung bestimmter Stoffe. Dann muss Rezo mit seinen Lieferanten sprechen, auch in Italien. Der Super-GAU tritt ein, wenn ein bestimmter Stoff, den die Queen wünscht, nicht mehr in genügendem Maß lieferbar ist. Dann müssen der Himmel oder gute Geschäftsbeziehungen helfen. Wie vor einiger Zeit, als ein Kunde aus Südamerika von seiner Lieferung 4x3 Meter herausrückte und Rezo damit aus der Bredouille half. Als nächstes folgt der Besuch im Palast, bewaffnet mit Stoffmustern, Skizzen, Entwürfen. Entscheidungen fallen, bis Wochen später die Anprobe folgt, wobei Rezo seiner spanischen Assistentin Teresa den Vortritt lässt in den Privatgemächern der Königin. Zu dritt, die Queen, Angela Kelly und Karl, bespricht man dann die Feinheiten von Form und Sitz, die Zentimeter des Saums, nimmt Maß und Abstand vor passenden Spiegeln bis zur Zufriedenheit der Monarche. Wenn ihr etwas missfällt, frage ich. Sie ist nie fordernd, sagt der Kleidermacher, bringt sich fachmännisch ein. Ihre Majestät hat das letzte Wort, nicht ich. Eine Werbung für Deutschland. Alle, die mit der Queen privat zu tun haben, sprechen von ihrem Witz, ihrer Rätseligkeit. So viel bestätigt auch Karl Ludwig Rezo. Gelacht wird viel, meint er, um vor jeder Wiedergabe einzelner Gespräche Halt zu machen. Die Queen hat eine diebische Freude, wie man hört, ist anfällig für Geschichten von kleinen und großen Malheurs. Sollte darin die heimliche Kompensation liegen für einen Menschen, der nach außen hin so beherrscht und makellos auftritt? Der königliche Schneider aus Essen besitzt das Royalwohrenwappen, als Auszeichnung für seine herausragende Stellung als Hofbeauftragter. Er hatte auch das Wohren der Queen Mother. Aber die größte Ehre in diesem Bereich wurde ihm zuteil, als man ihn zum Präsidenten für 2012 aller königlichen Wohrenthalter der Insel machte, aller dieser Geschäftstüchtigen aus Handwerk und Business, die im Auftrag des Hofes arbeiten. Das bringt beängstigend viele Termine mit sich, in London und Schottland, auch in königlichen Residenzen wie Sandringham und Schloss Windsor. Golden glänzt die Kette des Präsidenten, mehr eine Würde als eine Bürde, die Krönung eines verdienten Lebens. Die Queen schätzt Handarbeit. Zuletzt nimmt mich der Royal Dressmaker, der neben der Queen nur noch wenige Privatkundinnen bedient, mit in sein Gartenstudio, das ihm inzwischen, nachdem er seine Geschäftsadresse im West End aufgegeben hat, als Ort der Inspiration dient. Mein Wendyhaus, nennt er es liebevoll, nach dem Namen des Mädchens aus Peter Pan. Wie geht es Ihrem Wendyhaus, Karl? Fragte die Queen ihn neulich auf einem Empfang. Sie hat diese typische Erdung mit Normalität, nichts Menschliches ist ihr fremd. Sie liebt die Handarbeit des Deutschen, seine aussterbende Kunst, wie er sie selber nennt, die liebevoll noch den letzten Knopf, die letzte Öse mit Seide umgarnt. Eine Werbung für Deutschland.